Simon Henseleit, Triathlon. Ja, nach Nürnberg hat es mich 2014 verschlagen. Ich war damals in der 9. Klasse. Und dann hieß es ja, nach Nürnberg kommt ein Landesstützpunkt für Triathlon. Bin dann eben auch zur 10. Klasse auf die Bertolt-Brecht-Schule hier in Nürnberg gegangen und im Haus der Athleten im Sportinternat gewesen. Und ja, dann hat sich das so entwickelt, dass ich nach der Schule auch hier geblieben bin. Ich mache mich immer ganz gern gut warm vorm Laufen, damit eben einfach alles aktiviert ist und ich nicht erst loslaufe und erst dann alles warm werden muss, wo schon dann die Stoßbelastung eben kommt, sondern dass ich gut vorbereitet bin. Und dann ging es um 7:45 Uhr, bin ich losgelaufen. Treffpunkt war heute um 8:15 Uhr mit einem paar Leuten aus der Trainingsgruppe. Meistens ist auch unser Trainer dabei, der Roland Knoll. Der muss immer pendeln von Ingolstadt nach Nürnberg. Und dann versucht er natürlich, das so zu legen, dass er möglichst wenig herfahren muss. Und dann kam eben gestern im Schwimmen die Ansage, ja, morgen bin ich nicht da, organisiert euch selber. Wir sind inzwischen alle erwachsen und das klappt dann auch ganz gut. Über WhatsApp, da schreibt einer rein, okay, Treffpunkt. 8:15 Uhr am Max-Morlock-Stadion in der Allee. Da ist gerade ziemlich straßenfrei, kann man gut laufen. Und dann treffen wir uns eben dort, machen unser Programm zusammen. Jeder Leistungssportler guckt eigentlich durchgängig, wie er sich bewegt und wie er seine Bewegungen auch optimieren kann. Triathlon ist es eigentlich am wichtigsten im Schwimmen, weil da der technische Aspekt eben ziemlich groß ist und ziemlich schwer wiegt. Im Laufen ist es so ein Ding, dass man, wie gesagt, man läuft und hat es irgendwie so drin und das, was sich am besten anfühlt, das ist dann meistens auch am schnellsten. Aber es hilft halt auch oft, wenn ein Trainer von außen noch mal ein bisschen drauf guckt und einem so in Erinnerung ruft, dass man jetzt vielleicht nicht voll über die Ferse auftreten sollte, sondern schön leichtfüßig bleibt. Und ja, bei so Technikläufen ruft man sich das ja im Leben auch oft in Erinnerung und achtet immer selber drauf. Also ich war Anfang 2020 schon ziemlich heiß auf die Wettkämpfe, kam eben von 2019 mit ziemlich Rückenwind von meinen Erfolgen. Und also ich wäre eigentlich noch in Frankreich beim Europacup gestartet letztes Jahr und das war dann so das Erste, was dann schon abgesagt wurde. Ja, war natürlich erstmal eine Enttäuschung, aber wir haben dann eigentlich relativ schnell umgestellt und irgendwie mental ging es dann auch, dass ich halt gesagt habe, okay, 2020 ist jetzt irgendwie halt nur ein erneutes Trainingsjahr, aber ja, also jetzt 2021 wird es schon weitergehen. Und wo genau und wann jetzt mein erster Wettkampf sein wird, das weiß ich noch nicht genau. Aber aktuell ist einfach Vorbereitungsphase, relativ umfangreiches Training, auch die ersten Intensitäten kommen jetzt dazu. Wettkämpfe fangen so ungefähr im April bis Mai dann an. Aber jetzt geht schon langsam zur Sache.